Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von der Sendung Pferde Jockeys Emotionen. Und wir haben heute zwei Renntage. Und ich habe für diese zwei Renntage auch hier einen Gast, zwar Karin Wallnöfner. Ja. Und herzlich willkommen, Karin. Hallo. Du bist eine große Pferdebegeisterte und auch mit deinem Vater Zuschauerin hier am Pferderennplatz. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich dort reden darf mit euch. Ja, zwei Renntage heute hier. Karin, du warst an beiden Renntagen hier. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Rennen vom Sonntag an mit 10 Master als Sieger und Costa Rica als der zweite wurde vom Team Eichner. Super. Ja, Sepp, einige Eindrücke hier zu diesem Rennen Saverio Lembo. Und du bist Zweiter geworden mit Costa Rica. Und wie hast du das Rennen gesehen, Sepp? Ja, es war ein super Rennen, es war ein sauberes Rennen für alle und sein Master war auch besser. Und Costa Rica ist momentan nicht so richtig in Form, wie er war. Und dann schade, dass einfach die Bahn so hart ist, auch als Lano, der sich wehgetan hat, nicht. Die Bahn die ist einfach zu hart, solche Rennen zu bestreiten. Und am Dienstag sehen wir uns ja mit hochwertigen Pferden hier auf der Bahn. Ja, Dienstag sehen wir uns, aber wir müssen auch schauen, wenn wir überhaupt rennen lassen, weil wenn die Bahn so ist wie heute, so hart ist, dann werden wir sicherlich einige Pferde zurückziehen. Okay, danke dir, Sepp. Danke auch. Karin, das Rennen haben wir uns angeschaut jetzt vom Sonntag. Du hast es auch gesehen. Hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Es war extrem spannend, also auch bis zum Schluss aussehen. Das sind auch die flottischen Rennen, wo man nicht genau weiß, wer gewinnt jetzt. Da kann man richtig mitfiebern. Und eben den Master hat es am Ende geschafft und hat es gut gemacht, aber auch Costa Rica. Hat sich wirklich den zweiten Platz auch verdient. Ja. Ja, schön, Karin, dass du das so siehst. Man sieht, dass du öfter am Pferderennplatz hier bist. Aber jetzt schauen wir uns einmal den Abend vom Restaurant Tondino an. Es hat Pizza gegeben und war ein super Abend hier am Pferderennplatz. Ja, wir sind hier heute Abend bei Mauro, der natürlich das ganze Jahr, jeden Renntag geöffnet hat, Mauro. Aber heute haben wir ganz Spezielles. Wir haben heute Pizza Day oder ja, gibt verschiedene Sachen hier. Auch Musik haben wir heute hier bei Mauro. Und Sie machen das Ganze für die Gäste von Mauro? Auf alle Fälle. Wir sind jetzt schon Jahre, dass wir zusammenarbeiten mit Mauro hier, Pizza machen immer. Und wir sind wirklich froh, dass wir immer hierher kommen dürfen. Ja, ich glaube, es ist auch eine schöne, eine gute Atmosphäre hier am Rennplatz. Die Leute, auch Mauro macht es immer sehr gut. Im Herbst dann geht auch wieder das Mittagessen los. Jetzt geht es eben ein bisschen später, aber im Herbst und bis zu den letzten Rennen dann auch Mittagessen bei Mauro. Hier Al Tondino am Pferderennplatz. Wir sagen Dankeschön, Mauro, dass du das immer so gut machst, gut vorbereitest. Danke auch. Danke vielmals und danke immer Mauro, wo sind Sie immer einladet, mit der Pizzagänge Lied zu ihm zu kommen, die Pizzas zu machen. Karin, auch heute beim 6. Tag des Sommermeetings hier auf dem Pferderennplatz, 15. August, ist immer ein Tag, wo viele hochdotierte Pferde Preisgelder sind und auch schöne Rennen sind. Du hast sie hier ja auch heute angeschaut, Karin. Ja, also im 15. August ist er besonders toll zu kommen, weil er einfach voll viele Leute sein. Nicht Leute, die Gesichter, die man schon kennt, die jeden Sonntag kommen, sondern immer Touristen und vielleicht andere Bekannte. Ja, heute war übrigens der Bürgermeister von Meran, Dalmedico, ja, genau. Hat den Pferderennplatz besucht, obwohl er den auch öfters besucht. Ja, und die Atmosphäre war einfach super. Am Anfang hat die Sonne geschienen und es war wirklich volle Hasen, ein bisschen bewölkt geworden und er war auch fein. Und es ist einfach ein super Tag am 15. August.
Und auch heute, ja. Ja, auch heute, gell? Ja, wir haben heute den Tag Luis Francia Corte gehabt hier am Pförderennplatz, auch die der Preis. Du hast dir auch den Preis Luis Francia Corte angeschaut. Ja, er war, glaube ich, der Erste, das erste Rennen. Und ja, ist auch toll, wenn das erste Rennen schon flott anfängt. Nachher freut man sich auf die anderen Rennen auch. Ja. Ja, das war das Rennen der Zweijährigen. Genau. Ja, Karin, schön, dass du dir das angeschaut hast. Wir schauen uns den heutigen Renntag einmal an. Ferragosto hier im Pförderennplatz Meran für den Bürgermeister ist ein schöner Tag heute. Ja, so wie ich, auch viele andere Personen sind hier heute gekommen. Es ist immer schön hier zu sein, Pferde zu sehen und es ist ein schöner Modus, um diesen Feiertag zu verbringen. So, Karin, und wir schauen uns jetzt das sechste Rennen an, wo Fürst Ofoll das Rennen macht. Schauen wir uns dieses Rennen einmal an. Jan, herzliche Gratulation zu deinem Sieg mit Fürst Ofoll. Du weißt, dass er siegen kann und hast heute natürlich, wenn die von der Scuderia Eichner die Pferde gefehlt haben, natürlich mit Estran und Gangster de Côte oder auch Palm Springs, ohne die. Wie war für dich das Rennen heute? Was hast du gefühlt mit Fürst Ofoll? Sind die Rennen so. Gibt's nichts einfach. War guter Druck, weil der war ein klarer Favorit. Also hoffentlich alles hat gut gegangen, wir haben gewonnen und hoffentlich der wird gesund sein für uns am 24. September. Ja, Jan, aber vom Technischen her, von den Sprüngen her war er okay? Ja, der springt gut. Ja, vielleicht da war zwei, drei kleine Fehler, aber das ist, wenn der ist im Front allein, so der denkt ein bisschen, was der macht. Und das ist eine gute Sache. Karin, auch du hast dir das sechste Rennen angeschaut, wie gesagt mit Fürst Ofoll, Jan Faltesek, heute übrigens sehr, sehr gut im Sattel. Hast du dir das angeschaut? Ja, also das sechste Rennen war in dem Sinn interessant und vielleicht weniger interessant, weil zum Schluss leider drei Pferde gerannt sind und dann ist es nicht so schwer, sie zu gewinnen, aber trotzdem logischerweise Fürst Ofoll, was gewonnen hat, hat sich auf jeden Fall auch probiert. Ja, natürlich, Fürst Ofoll, natürlich ein großer Favorit auch für den großen Preis dann. Schade, dass heute die Eichner Pferde eben nicht am Start waren. Aber wir schauen uns das nächste Rennen an, und zwar den Preis der Alpen. Claudia, herzliche Gratulation. Jetzt haben wir mal nicht den ersten, wir haben den dritten Platz gemacht mit Val Badia. Ein guter Ehrenplatz, ein schönes Rennen. Sieger war Some Respect hinter No Waltz. Und Dritte heute, zufrieden? Sehr zufrieden. Wir sind ohne eine Ambition ins Rennen gegangen. Die Stute war gut drauf. Sie hat das letzte Mal leicht gewonnen. Aber das war heute halt doch ein großer Preis. Und dann haben wir uns gedacht, mit wenig Gewicht und mit der Startnummer 1 können wir vielleicht was rausholen. Ja, natürlich, Claudia, mit dem Preis der Alpin natürlich auch ein hochdotiertes Rennen. Und bei diesem auch Dritter zu werden, ist eine große Ehre. Herzliche Gratulation und danke. Ich danke dir. Ja, das stimmt. Du hast das genau richtig gesagt. Das ist eine Ehre, weil diesen Preis kann man fast nie mitlaufen, weil man kein Pferd hat, das so gut ist. Und wenn man dann platziert ist, ist das wirklich eine große Freude. Okay, Claudia, danke dir und weiterhin alles Gute. Dankeschön, tschüss. Der Preis der Alpen, natürlich auch ein hochdotierter
Preis. Und du hast ihn dir ganz gut angeschaut. Warum, Karin? Ja, genau. Also ich habe die Ehre gehabt, den Trainer Bruno Grizzetti kennenzulernen. Und wir haben dann auch ein Rennen zusammen angeschaut. Und er hat gesagt, wenn uns seine Pferde gewinnt, nachher gibt er mir praktisch den Preis und die Trophäe. Und effektiv hat er uns gewonnen, die Nummer 1. Und dann haben wir ein Fotofinish, also man hat nicht gleich gesehen, wer gewonnen hat, aber effektiv hat er eben sein Pferd gewonnen. Und dann hat er mir ein Foto geschenkt und eben die kleine Trophäe. Und das ist so ein nettes Andenken und so eine nette Geste für den wirklich super Trainer, der in ganz Italien eben Pferde trainiert. Das hat mich schon geehrt, ja. Ja, Karin, sehr freut mich auch, dass du heute so Kontakt hast mit dem Grizzetti, dass er gesiegt hat, wie gesagt, ganz knapp gesiegt, auch der vierte und fünfte waren dann ganz knapp. Karin, danke schön, dass du heute zu mir gekommen bist. Gerne. Hier. Wir sehen dich sicher öfter. Wir sagen ein großes Dankeschön dir. Wir sagen aber auch dem Publikum, dass wir die nächsten Rennen eben am 19. Samstag und am 20. Sonntag hier haben werden. Bis dahin alles Gute, Wiederschauen. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. Amerano.